Die Hauptrunde der 10. Platschen-Eishockey-Weltmeisterschaft ist Geschichte. Ja, so schnell kann es manchmal gehen und schon wieder sind wir beim berühmten Video. Die Abschlusstabellen und die Viertelfinalpartien, die werden wir jetzt mal so ein wenig beleuchten. Und wir gucken natürlich zunächst mal auf die Gruppe A. Da haben wir ein schönes Tabellenbild. Kanada, der Gruppensieger mit fast voller Punktzahl, 20 an der Zahl, dahinter dann Frankreich als überraschender Teilnehmer im Viertelfinale bei der Platschen Eishockey WM. Auf Rang Deutschland, die hatten wir letztes Jahr in der Gruppe B schon auf Rang 3, da gab es 13 Punkte, also letztes Jahr einen mehr als dieses Jahr. Die Schweiz, die haben wir auf der 4, das freut mich persönlich sehr. Letztes Jahr haben sie nämlich mit 10 Punkten im Endeffekt ja knapp das Viertelfinale verpasst, waren auf Rang 5. In der Gruppe A dieses Jahr hat man es auch wieder mit Ach und Krach geschafft, denn Dänemark, das war das entscheidende Spiel am Ende gegen die Slowakei. Und ja, die Dänen, die hatten da enorme Probleme und es hat am Ende glücklicherweise, kann man sagen, für Dänemark nicht gereicht, aus Sicht der Schweizer natürlich. Und es ist für mich sehr, sehr geil. Ich hoffe, die Schweiz kommt weit. Ich hoffe, die Schweiz wird in diesem Turnier was erreichen, das werden wir erfahren. Für Dänemark, wir haben es gerade erfahren, es hat nicht gereicht für die Dänen in diesem Jahr. Es war wirklich Knall auf Fall. Dann aber eben dieses Spiel Schweiz gegen Dänemark. Da gewannen die Dänen oder unterlagen die Dänen den Schweizer mit 1:4. Dementsprechend findet das hier Anklang. Und ja, Dänemark auf der 5. Die Slowaken auch wieder sehr enttäuschend in diesem Jahr, finde ich. Denn die Slowakei, das ist so eine Mannschaft, die haben eigentlich immer einen guten Kader oder einen soliden Kader. Aber sie schaffen es nicht, diesen Kader bei einer virtuellen Platschen-Eishockey-WM einzusetzen. Letztes Jahr hat man es geschafft ins Viertelfinale. Letztes Jahr war man auf Rang 4. Und ja, dieses Jahr hat es nicht sollen sein. Dieses Jahr nur auf Rang 6, sogar noch hinter Dänemark. Letztes Jahr gab es eben diesen einen Sieg mehr, der am Ende die drei wichtigen Punkte eben ausmacht, aber ja, letztes Jahr hat man Punkte gegen die Schweden geholt, letztes Jahr hat man ja krass gegen Großbritannien mit 8:1 gespielt, man hat die Schweizer geschlagen, das sind alles so Sachen, die spielen dann natürlich eine Rolle und auch wenn man dieses Jahr die Schweiz geschlagen hat, es gab einfach zu bittere Niederlagen für die Slowaken in diesem Jahr und ja, das darf einfach nicht passieren. Die Schweiz hat, by the way, gewonnen. Ich habe mich gerade verguckt. Die Schweiz gewinnt, dann verliert man gegen Kanada, das ist okay. Man verliert gegen Frankreich, das ist natürlich bitter. Dann verliert man auch gegen Deutschland, das ist genauso bitter. Und da sind es dann einfach die Punkte, die man am Ende liegen lässt. Und ja, man hat es leider nicht geschafft. So ist es aber nun mal im Eishockey. Und dementsprechend haben wir auch noch einen Rang 7, nämlich Italien, zumindest virtuell. Italien auf dem 7. Platz, denn, und das ist das Bittere daran, die Italiener werden wir nächstes Jahr bei der virtuellen Platschen-Eishockey-WM nicht sehen. Die sind nämlich bei der wirklichen WM abgestiegen mit nur einem Punkt. Das heißt, Kasachstan hat sich da mit 3 Punkten gerettet, da ist ein bisschen was umgedreht. Aber es ist die virtuelle Platschen-Eishockey-WM, aber da nur zum Hinweis, Italien also nächstes Jahr weg und ja, Kasachstan bleibt, hier virtuell war es ein bisschen anders, 2 und 4 Punkte, ist ähnlich, Italien hat in Wirklichkeit einen, hier haben sie einen Sieg eingefahren, Italien, und das war für die Italiener enorm wichtig, und ja, es gab den Sieg über 3:0 gegen Kasachstan, und wenn das eben anders abgelaufen wäre, dann wäre Kasachstan auch da oben gewesen, Italien auch unten, aber sei es drum. Ja, die meisten Tore des Turniers hier in der Gruppe A, Kanada mit 26 an der Zahl. Wenn wir dann mal gucken, Deutschland mit 18 die zweitmeisten Tore, dann Frankreich mit 17. Also das ist schon extrem, was da so geht. Und ja, die wenigsten Gegentore, auch die Kanadier, nur 5 Stück in 7 Partien. Das ist halt auch eine krasse Geschichte. 1 gab es gegen Dänemark, 3 gab es gegen Deutschland und 1 noch gegen Italien. Ansonsten feierte Kanada gegen Frankreich den Shutout, gegen Kasachstan den Shutout, gegen die Slowaken den Shutout und gegen die Schweiz den Shutout. Also 4-mal gab es das 0:0 und Chris Drieger, der mauserte sich hier in der Gruppe A zum
wirklich Bomben-Goalie und da bin ich sehr gespannt, wie das am Ende weitergeht. Nichtsdestotrotz, es sind dann also Kanada, Frankreich, Deutschland und die Schweiz im Viertelfinale dieser virtuellen Platschen-Eishockey-Weltmeisterschaften. Es ist, ja, ich sag's immer wieder gerne, die zehnte dieser Art. Ich will auch mal noch eine ganz andere Statistik zusammenschreiben. Da werde ich euch nach dem Turnier wahrscheinlich dann die Statistik geben, dass ihr sie auch selber einsehen könnt und so weiter und so fort. Aber ja, gucken wir mal auf die Gruppe B. Da haben wir die US-Amerikaner auf Rang 1. Wir haben dahinter Finnland, Lettland, Schweden. Da war es sehr, sehr eng die ganze Zeit. Österreich mit 9, Tschechien mit 9. Wir hatten so lange, so enge Verhältnisse hier in dieser Tabelle. Und am Ende schafft Schweden tatsächlich den Sprung ins Viertelfinale. Wir erinnern uns an das letzte Spiel der Tschechen und das war ja eine ganz, ganz bittere Kiste da gegen Finnland. Man kam immer wieder ran, hat immer wieder Gas gegeben. Hätte Tschechien gewonnen, hätte Tschechien 12 Punkte gehabt. Finnland hätte nur 13 Punkte gehabt, wäre damit auf Rang 3. Dann würde Deutschland auf Lettland treffen. Jetzt ist es ein bisschen anders, kommen wir gleich zu. Aber was ich auch noch erwähnen möchte, in der Hauptrunde, die US-Amerikaner mit den meisten Toren generell, 32 an der Zahl. Und wenn wir mal auf die USA schauen, die haben schon extrem krasse Spiele hingelegt zuletzt. Also im letzten Spiel gab es ein 8-3 gegen Österreich. Dann das Spiel davor gegen Tschechien, das waren 10-3. Also sowas habe ich tatsächlich lange nicht erlebt bei einer Platschen-Eishockey-WM. Ansonsten hat man auch zweimal den Shutout, einmal gegen Norwegen, einmal gegen Großbritannien eingefahren. Und ja, das spricht für Nedeljkovic, das spricht für die US-Amerikaner. Wir schauen mal, was im Viertelfinale möglich ist für dieses Team. Dahinter dann die Finnen, die sind ja aktueller Doppelweltmeister bei einer Platschen-Eishockey-WM. Also ja, sowohl 2020 als auch 2021 gab es eben die Finnen als Weltmeister hier virtuell. Ich bin gespannt, ob das dieses Jahr genauso ablaufen wird. Ob man dieses Jahr auch wieder so stringent sein kann. Letztes Jahr war man Tabellenerster in der Gruppe B. Man war vor den USA, vor Deutschland, vor Kanada mit 18 Punkten auf Rang 1. Jetzt sind es zwei weniger. Im Endeffekt, das hat gereicht fürs Viertelfinale und das ist das, was zählt. Also Gratulation da auch an die Finnen. Aber eine Mannschaft, die mir sehr imponiert hat, auch das waren die Letten. Letztes Jahr mit 10 Punkten nur auf Rang 5 ausgeschieden. Und dieses Jahr hat man den Sprung geschafft. Dieses Jahr hat man ganze 5 Punkte mehr geholt und hat somit verdientermaßen Platz 3 für sich holen können. Es gab ja Niederlagen lediglich gegen Finnland. Und ansonsten hat man tipptopp aufgespielt. Gegen die Finnen hat man nach Verlängerung verloren. Gegen die Schweden hat man nach Penalty gewonnen. Aber ansonsten, man schlug die USA mit 4-1. Österreich knapp zwar, aber mit 2-1. Gegen Norwegen hat man verloren. Gegen Großbritannien gab es den Shutout 3-0. Also, es ist eine Wundertüte. Es ist eine Wundertüte, diese lettische Mannschaft, wo wir noch nicht wissen, es kann alles passieren, aber es kann halt auch im nächsten Schritt definitiv vorbei sein. Nichtsdestotrotz, auf 4 haben wir die Schweden. Die haben dieses Jahr sehr, sehr enttäuscht. Nur 10 Punkte gab es für die Tre Kronor. Letztes Jahr waren es 14 Punkte. Da war man auf Rang 3, aber wir haben ja das Problem schon oft erörtert. Für die Schweden gab es bei einer virtuellen Platschen-Eishockey-WM noch nie den Weltmeistertitel. Es gab Rang 3 2020 und es gab den Vize-Weltmeistertitel 2014. Damals unterlag man den Slowaken. Und auch in diesem Jahr wird es schwer für die Schweden. Ich lasse mich aber gern überraschen und bin gespannt, was sie machen. Enttäuschend für Österreich, da hat es wegen einem Punkt nicht geklappt. Man hat trotzdem eine gute Weltmeisterschaft gespielt. Es gab ein paar tolle Spiele. Es gab vor allem auch dieses 3-2 gegen Tschechien. Nach nur 3:20 lagen die Österreicher ja 2-0 zurück und konnten dann die Partie noch drehen in den 3:2. Ansonsten hat man gegen Großbritannien, man hat gegen Norwegen die Punkte geholt. Das sind die wichtigen Punkte. Dann Big Points natürlich auch gegen Österreich. Oh, gegen Österreich, sage ich, gegen Tschechien. Und das sind halt die Punkte, die man holen muss, um ins Viertelfinale zu kommen. Und ein Sieg, den hätte es noch gebraucht. Dann hätte man ja hier durchaus auch ins Viertelfinale kommen können. Sehr, sehr schade.
Aber die Mannschaft hat mir gut gefallen. Dementsprechend schauen wir mal, was passiert. Die Tschechen mehr als enttäuschend. Also mit nur 9 Punkten, da kann man natürlich nicht ins Viertelfinale einziehen. Man verliert gegen Lettland, man verliert gegen Österreich, man verliert klar gegen die USA, Finnland kann man mal machen. Aber da sind einfach zu viele Niederlagen dabei. Eine Niederlage zu viel. Man sagt ja immer, mit 12 Punkten steht man bei der WM eigentlich so gut wie sicher im Viertelfinale. Das hat nicht gereicht. Eine Niederlage war zu viel und dementsprechend dieses Jahr nur Rang 6 bei der virtuellen Blatschen-Eishockey-WM und damit auch dem Aus nach der Hauptrunde für die Mannschaft der Tschechen. Ja, dann haben wir natürlich noch die Plätze 7 und 8. Das ist Norwegen und Großbritannien. Und auch da schon mal der Hinweis: Großbritannien wird nächstes Jahr nicht mehr bei der WM dabei sein. Schade um Peter Russell, hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber auch bei der wirklichen Eishockey-WM nur Rang 8 für Großbritannien. Norwegen hat sich gerettet, wie auch in Wirklichkeit. Und somit haben wir also USA, Finnland, Lettland und Schweden im Viertelfinale. Und das gibt dann folgendes Bild entsprechend für die Viertelfinals am morgigen Donnerstag. Kanada als Erster der Gruppe A trifft auf Schweden als Vierter der Gruppe B. Dann haben wir ein richtig krasses Duell, nämlich den Zweiten der Gruppe A, Frankreich, gegen den Dritten der Gruppe B. Das sind die Letten. Das ist ein Duell, was sehr, sehr interessant wird, denn wir haben Frankreich oder Lettland somit definitiv im Halbfinale. Und das wird wieder eine große Sache. Vielleicht wird einer von beiden Top 3. Vielleicht schafft einer sogar den Sprung ins Finale. Ich bin sehr, sehr gespannt. Für die deutsche Mannschaft wird es ein schweres Unterfangen. Finnland hat sich da noch auf Rang 2 geschoben, trifft damit auf den Dritten, nämlich auf die deutsche Mannschaft. Da bin ich gespannt, was passieren wird, ob Deutschland auch in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale scheitert oder ob man ins Halbfinale einziehen kann. Das wird man sehen. 2017 gab es zuletzt sogar Platz 3. Damals die deutsche Mannschaft hat Bronze geholt. Seitdem her kam man nicht mehr weiter als das Viertelfinale. Deshalb mal gucken, was für die deutsche Mannschaft hier drin ist. Und das letzte Duell, die USA als Erste der Gruppe B gegen die Schweiz als Vierten der Gruppe A. So sieht's also aus. Die Viertelfinals starten morgen. Und ich würde sagen, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:30 Uhr und 17:30 Uhr werden die wahrscheinlich kommen. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Und ansonsten hoffe ich, euch macht diese virtuelle Blatsche Eishockey-WM wieder genauso viel Spaß wie mir. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schaltet morgen ein. Ich würde mich mega freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder. Ich freue mich auf eine tolle Endphase bei diesem Turnier und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.